Blasmusik. Ich habe heute für euch ein Video. Das heißt, Parkbänke reinigen leicht gemacht. Ja, denn es ist jetzt bald, fangen die Sommermonate wieder an und da ist wichtig, dass man, wenn man sich hinsetzen will, weiß, wie man so eine Parkbank richtig reinigt. Und habe mir gedacht, zeige ich mal ein Video, wie ich das mache. Und das habe ich, die Technik habe ich mal abgeschaut von ein paar Polizisten, die, weil ja im Frühjahr so viele Frühlingsgefühle sind, Liebesgefühle und so, die wissen dann halt, also die haben dann nicht so viel zum Tun. Und die müssen dann die Parkbänke reinigen gehen eigentlich. Ja, gut, dann zeige ich mal, was man alles braucht. Ja? Also, man braucht für zum Parkbank reinigen, das Wichtigste ist einmal, also ganz unten, ja, also das Wichtigste ist einmal den ältesten Schwamm, den ihr zu Hause habt, den müsst ihr, den nehmt ihr einfach, ja? Das eignet sich am besten, weil die haben da oft schon Rückstände drinnen, dass man, ja, die schrubben dann auch mit. Ja, die stecken mal links ein. Ja, was braucht man sonst so, weil man ja nicht trocken reinigen kann, habe ich mitgebracht Geschirrspülmittel. Ja, von der Firma Alio. Ja. Wichtig ist ja, um das Geschirrspülmittel zu verteilen, muss man dann ja das mit irgendwas bewässern und nachspülen. Da bitte das leichteste Cola, was ihr habt. Ich habe zum Beispiel extra das ein ganz altes Cola genommen. Das steht jetzt hier schon 4 Wochen um hier rum. Man sieht da oben, es ist schon anpotzt mit irgendwelchen Sachen und so. Also es ist wirklich ein perfektes Cola für Parkbänke reinigen, würde ich sagen. Und ja. Was man auch braucht, wenn man weiß ja nicht, was mit diesen Parkbänken über den Winter passieren, ne, was passiert. Ganz wichtig ist da, falls drauf uriniert wurde, braucht man auf jeden Fall auch einen WC-Reiniger, weil ansonsten ist es nicht machbar, diesen Urin irgendwie sinnvoll wegzubekommen. Ja? Was nur im äußersten Notfall verwendet werden darf, ist, weil ansonsten versaut man sich die ganzen Aufwand, die man vorher betrieben hat, ist ja ein längerer Prozess, wie das funktioniert. Wir werden auch auf der Nahaufnahme hingehen und Sie können sich das ganz genau anschauen. Also wirklich nur im äußersten Notfall ist das Wasser. Weil das Wasser, das die Parkbank braucht was anderes, sagen wir so. Die hat das ganze Jahr Wasser, es regnet. Es ist, ja, auf jeden Fall, Wasser ist nicht gut, weil es hat schon das ganze Jahr. Ich mag ja auch mal einen Saft, also Cola oder so. Und mit was man es nachher, also was man es nachher. Mit was man es nachher einlassen muss, ist ein sehr gutes Olivenöl braucht man da. Habe ich auch noch ein bisschen was übrig. Ich werde jetzt nicht die ganze Bank reinigen, ich werde nur ein Stück davon reinigen. Und natürlich auch wichtig ist, ein sehr sauberes Geschirrtuch. Ja? Sonst geht da nämlich nichts gut. Ja, ja, dann werde ich es mir sagen. Also, dann fangen wir an. Das ist ganz simpel. Das erste Mal wird, hol ich mal meinen Schwamm raus. So, ist der Schwamm, dann lege ich daher. Übrigens, den Bereich, wo ich sitze, der ist jetzt schon gereinigt. Nur, dass ihr das wisst. Ja? Braucht sich keine Sorgen um mich machen. Ich sitze auf einem sauberen Bereich. Und diese Bank, die war wirklich sehr schwer zu finden, denn es ist wirklich eine sehr dreckige. Man sieht hier schon Moos drauf und der Lack ist schon unten. Also ist das Holz jetzt offen. Hier sieht man schon mal ein anderes Holz eingesetzt worden zur längeren Haltbarkeit der Bank. Ja. Jo. Die Lehne ist halt schon. Ja, ist halt keine schöne Bank mehr. Es hat auch schon ein paar Jahre am Buckel. Aber muss man akzeptieren. Und die zeige ich jetzt mal von an. Man nimmt das Cola,
das wird nicht mehr zischen, weil es schon so alt ist, ne? Man nimmt das Cola und tut das jetzt auf den Schwamm. Vom Rücken würde ich die zusammendrücken dann. Ja, riecht da gut nach Cola. Dann legen wir nochmal so hin. Und die Cola wieder weg. Dann fangt man an, ganz simpel mit dem Geschirrspülmittel. Dazu auf den Schwamm drauf. Nicht sparen damit. Schön viel Geschirrspülmittel, sodass man sieht, schön wie belegtes Brötchen. So. Gut. Das riecht jetzt auch super. Und dann fängt man an mit der weichen Seite. Ja? Cola wirkt Wunder. Sag ich Ihnen. Wenn das mit der weichen Seite, oh, man sieht ja gar nichts. Ich muss ein bisschen umstellen. Wenn man das mit der weichen Seite da schön abschrubbt, dann kann man mit der scharfen Seite anfangen und schön in die Rillen rein. Ja, sehen Sie das? Und jetzt da haben wir da schon super Basis im Schwamm selber drinnen, wo man dann super jetzt weiterarbeiten können und dadurch ziemlich sicher auf diese Bank irgendwann einmal uriniert wurde, werden wir das jetzt auch lösen. Ganz simples Problem. Wir nehmen einfach einen handelsüblichen Kloreiniger. Den hier. Ich kann ihn nur empfehlen, das ist wirklich guter. Meine Hände schauen schon ein bisschen aus, aber das ist normal, wenn man sowas macht. Ja. Dann tun wir den wieder einfach schön kräftig auf den Schwamm drauf. Wieder so wie ein belegtes Brötchen. Und ja, dann fangen wir wieder an rubbeln. Erst langsam einrühren lassen. Dann sieht man schon jetzt den Schaum, wie der arbeitet. Ja. Und dann wenden und dann wieder rubbeln ein bisschen. Aha, geht schon schwerer, sehen wir schon. Jetzt kommen wir an die Substanz des Holzes. So. Sieht man schon, wie es hell wird. Und jetzt ist wichtig, kein Wasser, weil das mag das Holz nicht. Dann legen wir den Schaum weg. Wir nehmen das sauberste Geschirr, weil das wir haben zu Hause. Zuerst mal Hände abwischen. Das riecht jetzt auch schon sehr gut. Also wenn man einiger, es ist wirklich wie wie sagt man, ja wie frisch gereinigtes Klo. Und dann einfach, schauen Sie her, jetzt ziehe ich das einfach ab. Und es ist ja, was da für Dreck rausgekommen ist, ist ein Wahnsinn. Also wirklich, da schön einiger. Ja. Und dann ein kleiner Tipp von mir, nochmal mit Cola nachreinigen, weil das versiegelt mit dem Zucker dann die Bank. Ja. Und schön drüber gehen mit Cola. Ja. Das ist es eigentlich. Und dann, also das war jetzt der Reinigungsprozess. Jetzt muss es trocknen. Trocknen, schön trocken rein. Das reicht. Ja, sehr schön. Und dann werden wir jetzt noch ein bisschen mit dem Öl drüber gehen. Das ist ein sehr gutes Öl, Olivenöl. Das darf nur also natürlich, das tun wir uns einfach in die Hand, ja? Ganz einfach in die Hand. So viel. Und du musst drauf. Und reiben die Bank damit ein. Wie ein Babypopo. Ja? Das kann dann schön einziehen. Dann gehen wir. Hand abtrocknen. Ja. So, liebe Freunde. Und wenn ihr jetzt diese Schritte befolgt und ausführt, dann habt ihr im Sommer ein genauso sauberes Plätzchen wie ich. Und das kann man dann sicher reservieren irgendwie. Aber das Wichtigste ist das, dass ihr den Schaum immer wirken lasst. Das im Video jetzt nur gekürzt zeigt, man muss wirklich jeden Schaum ca. 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Zuerst diesen
diesen simplen Geschirrspüler schauen, dann die anderen, ja. Sachen wie Kloreiniger zum Beispiel, wenn ich drauf irritiert würde. Ich wollte mich nochmal bedanken bei meinen Sponsoren, die mir das Ganze da eigentlich ermöglichen. Und das ist Ursis Haare. Bin ich sehr dankbar dafür, dass sie mir die technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt haben, dass ich jetzt hier dieses Video für das Allgemeinwohl der österreichischen Parkbänke machen kann. Ja? Ja, gut, dann wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Tipps von mir habt, was ich vielleicht besser machen hätte können, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Und ja, es wird jetzt ein wöchentlicher Blog werden. Jede Woche Tipps und Tricks mit Titus Probst, ja? Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Samstagnachmittag und genießt den Sommer dann, wenn er da ist. Ja, super. Sehr fein. Danke. Wiedersehen. Ja, liebe Kinder, ich habe was vergessen, euch zu sagen. Betrifft jetzt Alter zwischen 2 und 5, dann hat man es eh raus. Aber diese Kloreiniger, wenn ihr Parkbänke im Allgemeinwohl der Parkbänke putzen gehen wollt, diese Kloreiniger sind hinterlistig. Kleiner Tipp vom Profi. Die haben einen Kinderverschluss. Das betrifft jetzt euch. Ja, ganz simpel. Ihr nehmt euren Daumen und euren Zeigefinger, setzt ihn oben so an die Kappe, drückt ihn zusammen, ja, also zusammendrücken und dann ganz einfach drehen. Und er öffnet sich, simsalabim, 1a Bipi fein, geht auf. Absoluter Wahnsinn. Ja. Zu, ganz simpel, damit es die Mama nicht merkt, einfach wieder zumachen. Ja. Also, liebe Kinder dort, würde ich sagen, ich habe mir das erklärt. Die anderen Sachen gehen ganz einfach auf. Ja. Cola, wisst ihr wahrscheinlich eh schon. Das Wasser haben wir zum Glück gar nicht gebraucht heute. Ja. Also Finger weg vom Wasser. Danke.